Herzlich willkommen bei der Bibliothek von der Kusch. Solange Trimlinger Schulbibliothek zuhause, erzählen ich erschei Geschichten von daheim. Hau, tunische Buch für den C2.2 oder den C3.1 ausgesicht. Und zwar Herr Fuchs mag Bücher, geschrieben von Franziska Biermann. Auch wieder gesieht, denn Herr Fuchs liest nicht nur gerne Bücher, hier ist sie auch gern. Was das für Probleme gibt, das lesen ich euch auch hier. Der kleine Herr Fuchs mochte sehr gerne Bücher. Was heißt hier mögen? Tatsächlich mochte der kleine Herr Fuchs Bücher so gerne, dass er immer, wenn er eines zu Ende gelesen hatte, dasselbe mit einer Prise Salz und etwas Pfeffer verspeiste. Mit dieser Vorliebe stillte er also nicht nur sein Bedürfnis nach Bildung, sondern auch seinen Hunger. Und der war riesengroß. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann wird gut gefrupst. Drei Mahlzeiten am Tag brauchte der kleine Herr Fuchs mindestens. Und Bücher sind ganz schön teuer. Auf Dauer war das kleine Portemonnaie vom kleinen Herrn Fuchs diesen großen Geldaufwendungen nicht gewachsen. Er hatte sogar schon seine ganzen Möbel bei einem Pfandhaus in Zahlung gegeben und besaß mittlerweile nichts mehr außer einem Tisch und einer ollen Matratze und einem klapprigen Stuhl. Doch auch dieses Geld war schnell wieder in neues Lesefutter investiert. Und je mehr Bücher der kleine Fuchs in sich hineinstopfte, desto größer wurde sein Appetit. Da sein Magen mittlerweile einfach ständig knurrte, konnte sich der kleine Herr Fuchs auch aufs Lesen nicht mehr konzentrieren. Jede Zeile musste er zweimal lesen und das war ganz schön anstrengend. Doch der kleine Herr Fuchs war ein Fuchs und beobachtete schon seit langem ein Haus, in dem unglaublich viele Bücher in Regalen standen. Es waren noch mehr als in seinem Lieblingsdelikatessenladen, der Buchhandlung an der Ecke. Schon während er sich eben diesem Haus näherte, stieg ihm eine köstliche Papierwolke in die Nase. Was kommt da für ein Haus hin? Ja, eine Bücherei oder wie eine Bibliothek kann ihn auch noch dafür sorgen. Er trat ein und befand sich mitten im Schlaraffenland. Kilometerweit nichts als Bücher. Regale gefüllt von oben bis unten. Lecker, lecker, dachte der kleine Herr Fuchs. Er konnte es kaum fassen, dass man von hier die Bücher umsonst mitnehmen durfte. Von nun an kam der kleine Herr Fuchs jeden Tag in die Bücherei. Unauffällig begutachtete er seine Leibspeisen und leckte und schnupperte und schleckte an der einen oder anderen Probeseite. Hatte er etwas nach seinem Geschmack gefunden, verstaute er es in seiner Fuchstasche und schleppte es nach Hause. Hei, gesieht an der Fuß an der Bibliothek, wie in sich ein leckert Buch sieht. So ging es eine ganze Weile. Nach einiger Zeit jedoch beschwerten sich immer häufiger die anderen Leser über angeknabberte Seiten. Auch der Bibliothekarin war aufgefallen, dass manche Ausgaben klitschnass in den Regalen standen und ziemlich übel nach Wild rochen. Andere Bücher fehlten ganz und gar. Das war wirklich sehr merkwürdig. Sie beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Ah ja. Weil der Fuß trug, sie lo all die Bücher,
nass oder ugeknabbert oder eben ganz verschwunden. Die Bibliothekarin fand den kleinen Herrn Fuchs irgendwie verdächtig. Niemand besuchte die Bücherei so häufig und so ausdauernd wie er. Und wenn sie es sich recht überlegte, hatte er auch noch nie ein Buch zurückgebracht. Deshalb beschattete sie ihn nun von nun an auf Schritt und Tritt. Heike, sie der Bibliothekarin, weise ganz genau, guckt, warten Herr Fuchs durchsticht. Mit Entsetzen wurde sie dann eines Morgens Zeugin, wie der kleine Herr Fuchs zunächst ein paar Geographiebücher beschnüffelte und einige wieder zurückstellte, dann zu den russischen Klassikern weiterschlenderte, dort eine besonders schöne Ausgabe herauszupfte, blitzschnell ein Salzfässchen und eine Pfeffermühle auspackte und fröhlich pfeifend Gewürze auf das Buch streute und schließlich mit einem genussvollen Seufzer herzhaft in das Buch biss. Bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer auf Buch, und dann ist das ganz appetitlich. Erst als der kleine Herr Fuchs sein Frühstück samt Einband und Lesekarte verspeist hatte, sprang die Bibliothekarin entschlossen aus ihrem Versteck hervor und packte ihn am Schlawittchen. Sie Bücherfresser, rief sie empört, nehmen Sie sofort Ihre Schnauze aus unseren Romanen. Völlig überrumpelt versuchte der kleine Herr Fuchs, die letzten Seiten unauffällig hinunterzuschlucken, setzte seine eindrucksvollste Unschuldsmiene auf und sah die Bibliothekarin mit großen Fuchsaugen an. Das ist unsachgemäßer Büchergebrauch, sagte die Bibliothekarin ungerührt. Ab heute, Herr Fuchs, haben Sie Hausverbot. Lo darf de Fuß net mehr an Bibliothek, weil er jo all die Bücher do gefrupst wird. Traurig trottete der arme kleine Herr Fuchs nach Hause. Er wusste, dass nun ganz schlechte Zeiten anbrechen würden. Sieh da, Hausverbot für den Herr Fuchs. Nachdem seine Lesefutterquelle so plötzlich versiegt war, hielt er sich mit Möbelprospekten, Hauswurfsendungen und billigen Tageszeitungen über Wasser. In seiner Verzweiflung plünderte er sogar den Altpapiercontainer hinter seinem Haus. Doch durch diese Kost verlor nicht nur sein Fuchspelz den seidigen Glanz. Auch die Verdauung vom kleinen Herrn Fuchs kam völlig durcheinander. Nur den oft Bauchweh, weil er kein gut Bücher mehr zu lesen kriegt. Den armen Fuß da. Was könnte denn da nicht mehr machen? Oder eine Idee? Nachts träumte er von Romanen mit mindestens 600 Seiten und wachte doch am Morgen mit knurrendem Magen wieder auf. Der kleine Herr Fuchs befand sich in einer schrecklichen Lage und so kam es, dass er einen üblen Plan ausheckte, obwohl er sonst immer ein anständiger Bürger gewesen war. Wenn man mal von der Sache mit der Bücherei absieht. Aha, was für ein Plan kennt also ein Herr Fuchs da Lodo aushacken? Eine Idee? Es verroten sie Haut nicht. Von der Welt, was nicht weitergeht. Herr Fuchs mag Bücher. Er hier vor der Ehre Schul mischt heute Buch vielleicht an der Klassebibliothek. Das wandert auch bei Heiß zu Ramling an der Schulbibliothek. Aber wenn ihr gut nicht aufwarten könnt, wo der Mama oder der Papa ganz leif, ob sie erst das Buch vielleicht kann.
Ciao, ciao. Bis nächstes Jahr.